Die Planeten in unserem Sonnensystem begannen ursprünglich als kleine Planetesimale, die natürlich wieder aus kleinerem Material entstanden. Aber vor den Planeten waren zunächst mal die Planetesimale, die dann akkretiert sind, um die Planeten zu bilden. Und das Ganze sah vielleicht in etwa so aus, also in der Mitte die Sonne und um die Sonne rum die ganzen Planetesimale, die von der Sonne weg bis in mehrere astronomische Einheiten entfernt von der Sonne vorhanden waren. Und die Planetesimale sind dann kollidiert, zusammengestoßen und zu immer größeren Körpern gewachsen, manchmal auch wieder zerbrochen, dann wieder gewachsen und so weiter. Dabei kam es auch vor, dass aufgrund der Dynamik und Interaktion manche Planetesimale von innen bis nach außen transportiert wurden, manche von außen nach innen. Das heißt, wenn sich hier Erde gebildet hat und hier Venus und Mars, dann ist vielleicht die Erde nicht nur aus Material aus dem Bereich hier zusammengesetzt, sondern auch von weiter außen oder von weiter innen. Und das Ganze lässt sich natürlich auch modellieren und ist hier unten in diesem Plot einmal gezeigt. Auf der X-Achse hier der Abstand von der Sonne in astronomischen Einheiten hier. Und hier ist noch eingezeichnet, wo sich Merkur befindet, Venus, Erde und Mars. Und diese vier anderen sind Modellplaneten, die eben akkretiert wurden aus in genau dieser Weise, wie das oben gerade kurz dargestellt war. Und dann sieht man eben, wenn man sich die Erde anguckt, also man sagt, das hier ist ein in etwa erdgroßer Körper. Man kann viele solche Simulationen machen, kommt immer ein bisschen was anderes raus und irgendwann hat man vielleicht mal ein Ergebnis, wo man sagt, aha, sieht ganz gut aus. Und dann kann man schauen, wo kommt das her. Und dann sieht man, dass 69% des Materials aus einem Bereich von 0,3 bis ungefähr 1,5 astronomischen Einheiten kommen. Das heißt, diese 69%, die kommen vielleicht von hier bis hier. Daher stammen diese 69%. Dann kann man natürlich weiter gucken, kann sagen, diese 11%, die stammen dann aus dem Bereich von 1,5 bis 2 astronomischen Einheiten, also von hier bis hier. Und dann kann man weitergehen und diese 10% stammen dann aus von 2 bis 2,5 und so weiter. Und dann sieht man, dass tatsächlich ein Planet wie die Erde, wenn er sich so gebildet hat, eben aus verschiedenen Bereichen des Sonnensystems zusammengesetzt wurde und hier eine Mischung darstellt. Also es gibt sogar hier dann bis zu dieses 1%, das kommen dann tatsächlich, oder diese 9%, die kommen dann tatsächlich hier aus 3 astronomischen Einheiten Entfernung, also dort, wo aus mitten aus dem Asteroidengürtel raus praktisch. Was man aber auch sieht, dass ungefähr 2/3 dieser Erde, diese 2/3 hier, die kommen dann eben tatsächlich aus dem Bereich, wo sich diese Erde, dieser Planet tatsächlich gebildet hat. Und das trifft auch für die anderen zwei zu. Und auf die Art und Weise lässt sich halt mal so ein bisschen herausfinden, woher kommt eigentlich das Material und was sollte man erwarten, wie die Erde zusammengesetzt ist. Ist sie zusammengesetzt wie das Material des Asteroidengürtels oder eben das Material, das dort war, wo die Erde heute auch noch ist und das eben nicht mehr da ist und wir deshalb nicht ganz genau wissen, wie das zusammengesetzt ist. Und dafür sind so Rechnungen dann sehr interessant und auch wichtig.